Warte, ich muss überlegen, was du mir getan hast. Sie schaut meine Videos nicht. Ich habe sogar die Klingel aktiviert, nur damit ich deine Videos nicht verpasse. Stunden später, Leute, kommen sie din, 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 din. Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Steffi. Du warst die Steffi. Das ist aber auch nicht der Fall. Das sind ja nicht so mit Menschen umgehen, die haben auch Gefühle. Oder denkst du, wir YouTuber Steffi sind Maschinen? Steffi macht selbst YouTube. Ja, ich weiß. Weil die habe ich abonniert. Da ist der Ehemann. Also nicht mein Ehemann. Meiner auch nicht. Aber Ninas Ehemann. Und ich wollte unbedingt, dass er in meinem Video erscheint. Ehemann, magst du was sagen? Also Ehemann von Nina. Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Oh, yay! Das ist voll toll. Er hat ja, halt ja. Das ja auch dreimal gehört. Event ich habe den halt einfach gedreht. Oh. Herzlich willkommen bei unserem neuen Video auf dem Kanal Oh Gott, diese Familie. Es sind sogar zwei Zuschauer von uns dabei. Nein, das ist natürlich der Kanal von der Fanny. Oder? Ihr habt die gleichen Kameras, oder? Herzlich willkommen bei Einfach-Event. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Meine Merchandising-Artikel, alle Links sind in der Infobox. Alles in der Infobox. So. Ja. Ich würde sagen, ich gebe nochmal wieder zurück zur Heidi. Da bin ich wieder. Und schaut mal, wer hier noch neben mir sitzt. Die Nina! Meine Nina, ihr kennt sie schon alle, ne? Wir sind hier zusammen in Frankfurt auf der Zeit und jetzt müssen wir mal was essen. Wir waren nämlich auf dem Weihnachtsmarkt, ich hoffe, ihr hört mich überhaupt. Und wir haben so Hunger jetzt. Ich wollte Champignons, aber es gibt überall nur Fleisch. Ja, und jetzt bestellen wir was Vegetarisches für den Ehemann und für Nina und wir essen Fleisch. Yvette disst mich voll. Gar nicht. Nina disst mich. Was ist das für eine Freundin? Ja. Yvette ja. Ist so frech. Ja. Und das sehen alle nur nicht. Sobald die Kamera ausgeht, sind das so Hörnchen. Ja. Mit dem Schwanz. Yvette ist total im Arsch. Mit dem Schleifchen. Schleifchen, ja. Also wir bestellen jetzt was zu essen. Wir bestellen was zu essen jetzt. Ich hole euch später nochmal dazu. Magst du noch was sagen, Nina? Hunger! Hunger! Tank mein Luki. Ich hasse tanken. Und der Luki ist voll der Pro beim Tanken.
Aber sein Papa steht auch da, ist klar, ne? Ja, da kriegt man gute Laune, ne? Und schaut mal, wer jetzt gleich fährt. Der Max fährt jetzt! Yay. Gleich bin ich nicht mehr so gut gelaunt. Tum auf eine Weise behandelt, die nicht im Lehrplan vor. Da ist sie! Ja, da ist sie ja! Ja, wo ist denn die Feine? Ja, wo ist denn die Feine? Die freut sich immer voll, wenn sie so zieht. Du konntest nicht mit zu den Hüpfburgen, Bella. Tut mir leid. Da ist unser Tannenbaum. Ist der nicht schön? Ich finde ihn so schön. Wir sind wieder gesund daheim angekommen. Der Max kann sehr gut Auto fahren. Ne, Max? Da ist er, der Max. Kann gut Auto fahren, der Max. Und wir haben jetzt hier die Kerzen angemacht. Und jetzt schauen wir einen Film. Wer macht mir einen Tee? Ich. Alles schreit hier. Echt? Machst du mir einen Tee, Schatz? Ja. Okay, der Luki macht mir einen Tee. Soll ich dir helfen? Ja. Ja. Kann ich ihn mir gleich selber machen, den Tee. Ich ein paar gute Neuigkeiten habe. Ich bin heiratet, mein Freund. Wow, das ist toll. Hallo, da bin ich wieder. Ich bin total gestresst, wie man vielleicht sehen kann, mal wieder. Ich habe heute total viel erledigt und zwar war ich beim Mediamarkt. Yay! Und ich habe Gutscheine geholt. Die haben nämlich eine richtig coole Aktion im Moment. Wenn man für 50 Euro einen Gutschein kauft, bekommt man einen Wert von 60 Euro. Passend zum Weihnachtsfest, würde ich sagen, kann man aber erst am 27. einlösen, egal. Dann habe ich noch ganz viele tolle Sachen gekauft, das kann ich euch mal zeigen. Habe ich diese wunderschönen Teilchen hier gekauft, schaut mal, wie schön die sind. Das sind so für Teelichter und da mache ich noch Folie außenrum und dekoriere das voll schön. Mache vielleicht noch ein paar Ferrero rein, mal gucken. Und dann war ich noch beim Feinkostladen, das kann ich euch auch noch zeigen, was ich gekauft habe. Jetzt muss ich noch Geschenke einpacken, habe ich euch ja schon erzählt. Zeige euch nochmal den Experimentierkasten. Hier liegt Pappe auf dem Boden, der Alessandro. Der hat nämlich eine Aufführung und zwar muss er einen Engel spielen und der Max hilft mir dann später so Flügel zu malen. Also ich hoffe, der steht hier drüben, der Max. Da seht ihr die ganzen Geschenke, die ich jetzt gleich einpacken muss. Aber ich muss jetzt Max erstmal zu einem Kumpel fahren, da ist die Bella. Und ich muss eh noch zur Post, weil ich noch ein Paket für euch wegschicken muss von der Verlosung. Jetzt muss ich mich echt beeilen. Gas geben, wie immer. Ich zeige euch geschwind, was ich beim Feinkostladen gekauft habe. Und zwar diese Panzerotti con Funghi Porcini, eine 3-Kilo-Packung. Das sind frische Nudeln, die sind tiefgefroren. Und ich habe das total gern in meinem Gefrierschrank, auch wenn Gäste kommen. Leider sind diese Nudeln super teuer, da kostet das Kilo 9 Euro. Und dann habe ich noch diese Ausführung hier, und zwar diese Fiocchi Formaggio e Pere. Also da ist Käse und Birne mit darin enthalten. Und mein Bruder macht die auch ganz frisch in seinem Restaurant mit Salbei zum Beispiel, kurz geschwenkt Kirschtomaten, schmecken total lecker und ideal, wenn man Gäste hat. Dann habe ich diese kleinen Panettone hier noch, Rio Mare vom guten Thunfisch. Dann habe ich hier noch Pecorino und Gnocchi gefüllt mit Gorgonzola. Hier habe ich noch eine Portion frische Nudeln, die waren auch leider sehr teuer. Da hat diese Packung 5 Euro gekostet, aber das ist halt was ganz Besonderes, dass man dann mal an Feiertagen isst. Die sind auch gefüllt mit Birne und Gorgonzola. Dann habe ich noch Ringo und diese Tucci. Max hilft mir jetzt. Hier schon die Alufolie. Mal gespannt, wie das wird, ne, Lassie? Ja. Welche machst du jetzt, Max? Die zweiten. Die zweiten? Die? Ja. Mir gefallen die besser. Naja, du machst es schon, mein Schatz. So, fast fertig. Ich finde, es ist ganz gut geworden bis jetzt. Jetzt muss ich nur noch Alufolie drum machen. Ja. Und hier ist voll die Sauerei. Jetzt machen wir noch Alufolie drum. So, Projekt Flügel schreitet voran. Wie gefallen sie dir bis jetzt, Lassie? Gut, also es glänzt. Es glänzt. Jetzt müssen wir nur mal gucken, wie wir sie dann jetzt befestigen. Ne? Ob ich den Knoten machen soll oder ob du das dann vor der Aufführung noch selbst machst. Ja. Jetzt testen wir das mal, wie sie dir stehen. Komm mal her. Ja. Der Alessandro macht jetzt mein 20. Türchen auf und alles, was ich doppelt habe, geht an euch. Ja. Kommt ihr dann. So, jetzt machen wir auf. Ui, ein Lidschatten. Magst du ihn mal rausholen? Ja, ich versuch's. Mhm. Versuch's mal. Du schaffst es. Ja. Yes. Oh, der ist aber schön. Oh, wow. Ja, ich glaube, den habe ich schon. Also, falls ich ihn habe, geht er dann an euch. Ja.
Jetzt legen wir mal los mit Geschenke einpacken. Ich habe übrigens kurz mal ein paar Minuten genutzt und mir die Fingernägel lackiert. Die sehen nämlich echt schlimm aus. Hier habe ich schon einen Teil eingepackt. Da fehlen jetzt noch die Geschenkbänder. Hier ist noch die Lidschattenpalette für meine Schwester. Hier drüben wollte ich euch noch von den neuen Zahnbürsten erzählen von Foreo. Mache ich auch noch gleich. Und hier ist der Experimentierkasten für den Moritz. Den hatte ich euch ja schon vorgestellt in meinem Geschenke-Tipp-Video. Der ist von Cosmos und der ist echt richtig cool. Also ich habe mir das gestern Abend auch nochmal alles durchgelesen, weil es mich auch total interessiert. Also es ist ja für Kinder, die computerbegeistert sind. Und zwar habt ihr hier die 19 Projekte, super spannend. Da könnt ihr einiges damit machen und das ist die Anleitung dazu. Und hier habt ihr ja die Konsole, die man selbst zusammenbaut, was ich sehr spannend finde. Hier sind dann die kleinen Monster-Roboter, die ihr eben auf diese Konsole setzt, um ja verschiedene Levels zu erreichen. Das ist ja ein Jump and Run Spiel. Hier habt ihr dann noch verschiedene Elemente und ich hoffe mal, dass sich mein Sohn darüber freuen wird. Ich werde euch das mit Sicherheit auch nochmal abfilmen an Weihnachten, wenn er es aufmacht und ja, ich bin schon sehr gespannt. Und hier sind wie gesagt die Zahnbürsten. Alessandro, der testet die, ich sehe hier gerade, die sind speziell für kleine Kinder gedacht. Hier, die ist für den Gianluca, die sind eben wie gesagt von Foreo und ich habe mir das auch alles mal durchgelesen, was sehr spannend war, weil ihr wisst ja, dass ich sehr viel Wert auf Mundpflege, Zahnpflege, Mundhygiene lege und es ist sehr wichtig, dass die Kinder von klein auf das eben lernen, sich ordentlich und anständig und vor allen Dingen richtig die Zähne zu putzen. Deshalb testen wir jetzt hier diese Zahnbürsten und ja, die wollte ich euch auch nochmal zeigen. Jetzt packe ich mal weiter ein, damit ich heute noch fertig werde mit diesen Geschenken. Wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I wanna be. I will be home for a couple of days, wander around with you. You and me in the cold, thought it'd never be true. Wherever I go, I got you. Oh, I have stopped running, there is no way trying. You better loosen your belt. Drinking hot wine by the fire. Don't care of anything else. So, ich bin jetzt fast fertig. Der Postbote war jetzt gerade da und hat noch dieses Geschenk hier gebracht. Das habe ich euch in meinem Geschenketipp-Video nicht gezeigt, weil sie eben noch nicht da waren. Und zwar sind die für den Lissandro. Die hat er sich total gewünscht. Ich muss jetzt auch ein bisschen flüstern, damit er mich nicht hört. Der ist nämlich unten. Und zwar sind das so Schuhe. Da macht man hier unten so eine Rolle rein. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr die kennt. Jedenfalls hat er sich die total gewünscht und ich finde die richtig cool. Hoffentlich passen sie. Und ich habe bezahlt 79,90 und die werde ich jetzt auch noch ganz schnell einpacken, bevor er kommt. Meine Lieben, ich hoffe, dass euch mein kleiner Vlog gefallen hat. Ich wünsche euch jetzt ein gesegnetes und zauberhaftes Weihnachtsfest gemeinsam mit euren Lieben. Genießt einfach die Zeit und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann, tschüss!